Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, Blackfrost, und wir spielen diesmal City Skylines, die bekannte Städtebausimulation von Colossal Order und Paradox Interactive. Und da ich denke, dass man über City Skylines nach all den Jahren, die es nun veröffentlicht ist, nicht mehr viel sagen muss, würde ich dieses Let's Play gerne damit beginnen, auf die DLCs, Mods und die Karte einzugehen, die wir in diesem Let's Play verwenden. Fangen wir am besten mit den DLCs an. Da seien auf jeden Fall von den großen DLCs After Dark, Mass Transit, Green Cities, Industries und Park Life genannt. Andere DLCs bzw. alle DLCs findet ihr in der Videobeschreibung aufgelistet, ebenso wie Links zu meinem Steam Workshop. Dort findet ihr Kollektionen, also Sammlungen mit den verwendeten Mods, Assets und allem, was wir hier im Laufe der Serie für die Karte bzw. für den Aufbau unserer Stadt bzw. unserer Region verwenden werden. Kommen wir als nächstes zu den Mods. Da sei als erstes der 81 Tile Mod erwähnt, also ein Mod, der es uns ermöglicht, alle 81 Kacheln der Karte zu benutzen. Da sind wir also nicht beschränkt und ich habe diesen Mod auch vor Start des Let's Plays bereits genutzt, um alle 81 Karten freizuschalten oder 81 Kacheln der Karte freizuschalten. Wir können also sogar bis an die Kartenränder heranbauen, im Gegensatz zum Vanilla, also sprich Grundspiel. So viel dazu erst einmal. Dann kommen wir zum Loading Screen Mod, den möchte ich hier erwähnen. Der ist sehr wichtig, so ein Mod, den sollte man definitiv installieren, wenn man City Skylines spielt, auch wenn man ja unmodded spielen möchte, ist dieser einer der wichtigsten Mods, die es gibt, wie ich finde. Ansonsten sei hier für diese Karte auf jeden Fall auch erwähnt, dass wir den Unlimited Tree Mod verwenden, der es uns ermöglicht, hier beliebig viele Bäume im Prinzip in Anführungszeichen zu verwenden. Wie man sehen kann, diese Karte verfügt über sehr, sehr viele Bäume, ist also notwendig, dass dieser Mod installiert ist, um sie überhaupt spielen zu können. Dann sei von den großen Mods auf jeden Fall noch Precision Engineering erwähnt. Wir haben Problem Tree Anarchy installiert. Wir haben den Traffic Manager in der President Edition installiert. Es ist Move It installiert, Roads United, Railway Replacer und noch einige andere Mods. Die möchte ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Sei ansonsten nur gesagt, dass noch diverse Grafikmods, Kameratools etc. auch noch ein FPS Enhancer, also eine Verbesserung der Framerate installiert ist. Es sind so um die 50 bis 60 Mods circa. Habe jetzt nicht genau die Zahl im Kopf, aber es sind einige, die sich so über die Jahre immer wieder ergeben haben, die sinnvoll sind, die sich gut spielen. Das heißt auch, da wir mit Mods spielen, sind keine Achievements möglich. Mir fehlen da immer noch welche, obwohl ich über 1500 Stunden in City Skylines habe, fehlen mir da sehr, sehr viele aufgrund genau dieser Tatsache, dass ich eigentlich nur noch mit Mods City Skylines spiele. Gut, so viel zu den Mods. Auch dazu findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung unter diesem Video auf YouTube einen entsprechenden Link zu meinem Steam-Profil bzw. zum Steam-Workshop. Kommen wir als nächstes zur Karte. Die Karte ist Cedar Bay oder nennt sich Cedar Bay, beziehungsweise ich habe sie Cedar Bay getauft, denn diese Karte wurde von mir erstellt. Und ich würde auch sagen, wir verschaffen uns erst einmal, bevor wir uns ja weiter mit der Karte beschäftigen, einen Überblick über die Karte. Wie man sehen kann, es ist eine Küstenkarte. Wir haben hier im Norden, nehmen wir mal die Bildschirmkante oben als den Norden, den geografischen. Da haben wir die Küste, wie gesagt. Und wir haben drei Autobahnzufahrten in alle Himmelsrichtungen. Eine natürlich bis auf die Küste. Da haben wir auf jeden Fall aber Schiffslinien eingerichtet. Es gibt auch Fluglinien. Und wie man sehen kann, wir haben hier eine große Bucht, um die herum wir bauen werden. Eine Bucht, in die zwei Flüsse münden, wie man sehen kann. Und es gibt einen dritten Fluss hier im Moment im Westen, der aus einem Bergsee kommt. Das können wir uns kurz anschauen. Er ist hier ganz unten auf der linken Seite. Hier ist eine kleine Art Wasserfall, Stromschnellen. Kann man in einem Video, was ich zu dieser Karte erstellt habe, sehen. Das habe ich im Vorfeld zu diesem Let's Play kurz vorher veröffentlicht. Und da ist die gesamte Map-Erstellung von Grund auf, also von einer blanken, platten, grünen Karte hin zu dem, was wir hier sehen, komplett in einem Zeitraffer dargestellt. Video ist etwas über 20 Minuten lang. Wer es sich anschauen möchte, das ist eine internationale Version, ist also unkommentiert, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wer es sich anschauen möchte, bitte gerne. Okay, ansonsten sei noch erwähnt, dass wir hier ein
individuelles Map-Theme verwenden, also keins, was aus dem Vanilla bzw. aus dem Basisspiel stammt. Es ist auch ein Map-Theme, also sprich das, was die Texturen verändert. Und dieses Map-Theme nennt sich Cedar Valley 4K, daher auch die Anlehnung Cedar Bay und Cedar Valley. Möchte hier explizit auf einen YouTuber Bezug nehmen mit Namen Strict Hoster, der mich damals, als ich mit City Skylines angefangen habe, sehr inspiriert hat. Strict Hoster hat ganz fantastische Videos gemacht. Er hat City Skylines zum ersten Mal, das ist mir aufgefallen, ist in einer Art gespielt, die ich sehr, sehr ansprechend fand, nämlich als Let's Design, das heißt im Sandbox-Modus versuchen, möglichst realistische, möglichst schöne Städte zu bauen. Ganz fantastische Videos, kann ich nur empfehlen. Videos sind auf Englisch, aber sie sind auch so sehenswert auf jeden Fall und ich möchte das hier nicht unerwähnt lassen. Daher mein Tribut, meine Hommage an Strict Hoster bzw. auch den Ersteller des Map-Themes, hier in dem Fall Mark Fire, auch das findet man auf Steam im Workshop. Gut, und zur Map, glaube ich, sei soweit alles gesagt. Wie gesagt, die Karte wurde von mir selbst erstellt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wollte diese Karte jetzt auf jeden Fall spielen, weil ich auch sehen möchte, wie sie sich spielt. Ich habe die Karte bisher nicht veröffentlicht gehabt, obwohl ich diese Karte vor 2 Jahren bereits erstellt habe, aber jeder von uns weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Darauf muss ich jetzt, glaube ich, hier an der Stelle nicht eingehen. Und da haben sich Projekte und Vorhaben doch stark verändert. Gut, so viel dazu. Und wir sollten noch langsam anfangen. Ist schon lang genug geworden, hier quasi das Intro. Eine letzte Sache. Und zwar die Farbkorrektur bzw. das LOT, was wir hier finden, sei erwähnt kurz. Das LOT, das hier im Einsatz ist, nennt sich Crisform Contrast. Gibt dem Ganzen einen netten, orangefarbenen, leicht rötlichen Ton, finde ich etwas netter als die ganzen quietschegrünen Maps, Farbkorrekturen, die man so finden kann. Ich habe eigentlich, glaube ich, 80% aller LOTs ausprobiert und das war das Einzige, was mir dann im Endeffekt gefallen hat. So viel dazu. Wir legen jetzt los. Wir werden, wie gesagt, nicht im Sandbox-Modus spielen. Wir werden versuchen, eine funktionierende Stadt aufzustellen, zu erschaffen. Und ich möchte eigentlich versuchen, verschiedene Ortschaften zu erstellen. Bin gespannt, ob das klappt. Aber wir müssen uns erstmal darum kümmern, überhaupt Geld zu verdienen. Ich möchte das Ganze auch so ein bisschen amerikanisch angehaucht machen. Dadurch habe ich also auch, das sind so meine Vorstellungen, die ich habe. Aber dazu kommen wir im Laufe des Let's Plays. Und wir sollten aber erstmal anfangen, wir müssen nämlich Geld verdienen. So, wir haben jetzt einen großen Bedarf an Einwohnern. Ich würde die Karte jetzt gerne erst einmal drehen. Gefällt mir besser. Ich habe schon mal was im Vorfeld ausprobiert, wie ich das gerne bauen möchte. Und dann ein Testbild gemacht und dazu kommen wir jetzt. Das heißt, wir werden hier versuchen, entlang der Küste gerade zu bauen. Wir werden es also nicht an den Himmelsrichtungen orientieren, sondern an der Küstenlinie. Also ich möchte das Ganze ein bisschen organisch halten. Und vielleicht für die, die City Skylines nicht kennen, wir müssen Meilensteine erfüllen. Und da ist der erste Meilenstein, den es gilt zu schaffen, der kleine Weiler. Das heißt, wir müssen eine Bevölkerung von 550 Einwohnern auf die Beine stellen und ja, möglichst Geld verdienen. Das ist also auch ganz wichtig. Also wir dürfen hier nicht ins Minus laufen. So, also müssen wir anfangen. Und da würde ich sagen, fangen wir am besten mit einer kleinen Straße an und bauen hier ein Rechteck. So, fangen wir damit einfach mal an. Ich schaue mal ganz kurz, dass die Küstenlinie hier drin zu sehen ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Und es sollte jetzt etwa zur Küstenlinie, ja, recht parallel sein, die wir unten haben. Und ich möchte hier nicht gleich auf das ganz normale Grid gehen, sondern ein bisschen mit dem Grid brechen. Gehen wir ein bisschen weiter raus, nehmen wir hier 14, das klingt ganz gut. Oder nehmen wir 15, das ist noch eine ungerade Zahl, das ist, glaube ich, noch besser. Und bleibt auf jeden Fall in der Mitte ein bisschen Freifläche. So, haben wir die Straße erstmal gebaut. Dadurch werden uns weitere Straßen auch freigeschaltet. Und jetzt möchte ich hier rausgehen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hier soll die nächste Straße ansetzen. Machen wir erstmal das. Ich bereite das erst einmal vor. Ja, das soll sich so ein bisschen entwickeln. Und dann kommen wir zu dem, was ich eigentlich machen möchte. Gehen wir hier nochmal raus, setzen hier nochmal eine Parallelstraße. Und hier weiter und dasselbe nochmal ein drittes Mal. So, das sollte hoffentlich reichen. Dann gehen wir noch hier nach oben und da gehen wir auch nur 4 raus etwa. Und dann müssen wir hier wieder 15 und da ist es nämlich sehr schön, dass man dieses Precision Engineering hat. Und jetzt können wir hier nochmal das Rechteck schließen. So, haben wir das erst einmal.
So, und dann sollten wir das Ganze noch mit der Autobahn verbinden, damit wir hier überhaupt Einwohner hinkriegen. Schauen wir mal, dass wir da ja eigentlich die gleiche Straße nehmen. Das müsste eine Landstraße sein. Ich weiß nicht, ob die schon freigeschaltet sind. Natürlich noch nicht. Das heißt, da müssen wir erst einen höheren Meilenstein erreichen. Okay, dann nehmen wir einfach die ganz normale Straße und ziehen uns die von da oben runter. Aber dann nehmen wir das Freeform-Tool und gehen erstmal hier runter. Und hier ergibt sich gleich so ein netter Bogen. Würde ich aber gerne in die Mitte gehen. Glaubt, das passt ganz gut. Da haben wir schon mal die Autobahnverbindung, können hier also neue Einwohner überhaupt erst herkommen. So, dann würde ich sagen, wir lassen die Simulation ja ohnehin im Hintergrund laufen. Beginnen wir damit, hier erst einmal ein paar Wohnflächen einzurichten. So, machen wir das erstmal hier. Den Bereich möchte ich gerne noch freilassen. Da möchte ich gerne Gewerbeflächen bauen. Und da es ein bisschen wenig ist, gehen wir hier mal noch ein ganz kleines Stückchen raus und verlängern das mal noch ein bisschen. Wir können da bis eigentlich an die Bäume rangehen. Wie ich erwähnt habe, sind hier diverse Mods installiert, unter anderem auch, machen wir das mal nicht ganz so gerade, sondern ein bisschen schräg. Ja, gehen wir bis an die Bäume ran. Ja, wie gesagt, sind einige Mods installiert, unter anderem der Prop and Tree Anarchy Mod. Das heißt, Bäume verschwinden nicht, wie im normalen Spiel, wenn man an sie ranbaut, beziehungsweise auf sie raufbaut. Möchte ich jetzt nicht demonstrieren, weil sonst muss ich die Straße wieder abreißen. Ja, das wäre jetzt ein bisschen schade. Wir müssen aufs Geld achten. Wir haben noch 58.000, das ist gut. Und hier kommen auch schon die ersten Einwohner. Das heißt, es entsteht auch gleich erstmal ein Bedarf an Gewerbegebieten. Und möchte ich auch die Gewerbegebiete hier vorne hinsetzen. Deswegen habe ich diesen Streifen hier freigelassen. Und ich möchte die Gewerbegebiete dann hier nach innen ziehen. Ja, machen wir das mal so. Ich glaube, das sollte für den Anfang ganz gut sein. Und wir können eigentlich, ich hoffe, das geht sich vom Geld aus. Nee, ich glaube, das lassen wir erst einmal. Noch dann natürlich in die Richtung weitere Wohngebiete bauen. So, lassen wir das erstmal laufen. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal Wasser. Das heißt, ich möchte da beginnen, hier oben. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Hier an der Stelle, wo sich die beiden Straßen jetzt treffen, einen Kreisverkehr bauen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Einbahnstraße erst einmal. Da haben wir sie auch schon. Und dann möchte ich hier einen etwas größeren Kreisverkehr bauen. Fangen wir mal mit, ich glaube, 5 Einheiten wäre ganz gut. Oh, bauen wir das hier mal so, damit sich hier oben der Verkehr nachher nicht staut. Denn das wird passieren bei dem, was ich vorhabe. Oder sehr wahrscheinlich wird das passieren. So, dann müssen wir natürlich noch die mittlere Straße wegreißen. Kriegen wir noch 300 zurück. Sehr schön. Haben wir hier oben erstmal einen Kreisverkehr. Und damit wir eine Wasserversorgung haben und da nicht einfach nur eine Wasserpumpe irgendwo hinsetzen, würde ich hier oben gerne einen Wasserturm errichten. So, dann haben wir gleich mal unser erstes Landmark sozusagen, unsere erste Sehenswürdigkeit in der Stadt. Und jetzt können wir uns mal um die Wasserleitungen kümmern. Die ziehen wir mal hier runter. Da bin ich immer ein großer Fan davon. So eine Angewohnheit. Ich möchte, dass es ein bisschen natürlich ist. Wasserleitungen verlaufen unter der Straße für mich. Also legen wir sie unter die Straße. Hier machen wir mal eine kleine Ausnahme. Hier gehen wir mal über die Kante und ziehen das hier erstmal in die Wohngebiete rein. Einen hier oben und dann müssten wir eigentlich gut hinkommen, wenn wir hier unten noch eine weitere Wasserleitung ziehen. So, und die dann damit da oben verbinden. Haben wir das erstmal. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch Abwasser und Strom. Machen wir erstmal mit dem Strom weiter. Da möchte ich gerne erst einmal eine Windturbine setzen. Und ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir die hier oben setzen. Hier oben ist einiges an Wind. Ich würde sagen, wir setzen erstmal 2. Ich hoffe, das geht sich aus. Das reicht erstmal für den Anfang. So. Und dann müssen wir die natürlich auch noch mit dem Rest der Stadt verbinden. Also, wenn wir das hier schon als Stadt bezeichnen wollen, ist ja eher eine Ansiedlung im Moment. Und da kommen wir zu einem der wenigen Assets, die ich hier installiert habe im Moment. Das sind die Actually Underground Cables 2. Also, sprich, Untergrund beziehungsweise unsichtbare Stromleitungen. Ja, kosten auch nur 100 pro Stück. Versuchen wir die mal so kosteneffizient wie möglich hier runterzuziehen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber da könnten wir jetzt eigentlich Move It verwenden und die verziehen, beziehungsweise verschieben. Das passt ganz gut. So. Und dann können wir die nächsten platzieren. Ich hoffe, das geht jetzt. Genau, das reicht aus. Dann ziehen wir die hier rüber. Und dann sollte das so genügen, denn ist alles mit Strom versorgt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Abwasser. Da möchte ich gerne einen anderen Straßentyp verwenden, um dort etwas anzusetzen. Nehmen wir mal das hier ran. Wir haben ja jetzt hier unseren Kreisverkehr. Den setzen wir mal hier hin, wenn wir eine kurze Straße bauen. Nehmen wir aber die gerade Straße auf jeden Fall. Das macht es etwas einfacher.
und setzen das mal hier ran. Das reicht erstmal für den Moment. Wir müssen ein bisschen mit dem Geld aufpassen. So, und dann kümmern wir uns ums Abwasser. Also, und da habe ich ein weiteres Asset installiert, das ist der Clarifier, also ein Klärbecken. Und das möchte ich einfach hier unter die Windturbinen setzen. Oder zum Beispiel ans Ende der Straße, hier hin, genau. So, dann sieht das, glaube ich, ganz nett aus. Wir haben also ein Klärbecken, müssen wir das Wasser nicht, also die Abwässer nicht ins Meer leiten, beziehungsweise in die Flüsse oder ja, nicht einfach verklappen. Ist eigentlich sehr schön, dieser Clarifier, beziehungsweise dieses Klärbecken. Es sorgt dafür, dass die Abwässer geklärt, gereinigt werden und dadurch Müll entsteht. Das heißt, wir müssen uns dann auch noch um die Müllentsorgung kümmern. Ja, die haben wir hier auch. Hier gibt es noch einen großen Clarifier. Der kostet auch 3500. Und der kleine, was hat der jetzt eigentlich gekostet? Der hat 4000 gekostet, hätten wir gleich den großen nehmen können. Großartig. Na nun gut, okay. Ja, sind aus dem Steam Workshop, wie gesagt. Die Baukosten haben die jeweiligen Ersteller festgelegt. Von daher, gut, das war mir jetzt nicht bewusst, dass die weniger kosten, die großen, dass wir die gleich einsetzen können, sind gleich effizienter. Nun gut, passt aber, glaube ich, auch erstmal, wenn wir da mit dem Kleinen arbeiten. Machen wir das ein bisschen hübsch. Später wird das Geld nicht mehr so eine Rolle spielen. Ich kann mich noch an meine allererste Stadt erinnern, da hat zum Schluss überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Ja, da war so viel Geld da, da war es egal, was man gebaut hat. So, haben wir erstmal das und jetzt brauchen wir natürlich noch, wie man sehen kann, hier unten Industrie- und Bürogebiete. Bürogebiete haben wir natürlich noch nicht. Das ist erst durch Meilenstein freizuschalten. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da Büros kriegen. Also brauchen wir Industriegebiete. So, jetzt haben wir noch 33.000. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, ich möchte gerne das Industriegebiet ja so bauen, dass es nicht unbedingt mit der anderen Zufahrt kollidiert, beziehungsweise seine eigene Zufahrt später kriegen wird. Möchte ich auf jeden Fall parallel hier zu der Straße bauen. Jetzt gucken wir uns mal aus, wo wir es am besten hinbauen. Ich würde sagen, hier nehmen wir hier mal das Straßentool und ziehen erstmal eine Straße auf, auch hier mit diesem, ja, mit dieser etwas anderen Straße, mit dieser etwas einfacheren Straße. Das finde ich ganz nett, obwohl das passt nicht. Moment, nee, wir nehmen eine normale Straße. Nehmen wir die wieder. Ich glaube, nehmen hier eine von denen, dann haben wir gleich eine optische Trennung. Nehmen wir die hier mit dem aufgemalten Mittelstreifen, mit diesen Schraffuren auf der Straße und gucken mal, ich muss mal von oben machen, dass man hier ein bisschen was sehen kann. Denn ich möchte auf jeden Fall hier hinten noch das Wohngebiet erweitern. Das werden wir hoffentlich noch schaffen. Dafür brauchen wir aber erstmal ein bisschen Geld. Also müssen wir uns erstmal um das Wesentliche kümmern. Das heißt, wir werden jetzt hier ein Industriegebiet einrichten und das ein bisschen schräg setzen. So, ist ein bisschen lang vielleicht für den Moment. Machen wir mal 60. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Und dann werden wir da ein Rechteck aufziehen. So, gucken wir, das wären jetzt hier 8 Einheiten. Wir gehen ein bisschen weiter raus. Lass mal noch einen Mittelstreifen. Sieht das etwas netter aus. Ja, wir nutzen den Platz nicht aus. Wir haben genug Platz. Wir bauen amerikanisch, also möglichst weit. So, und jetzt können wir die hier verbinden. Alles 90 Grad Winkel, sehr, sehr schön. Und dann würde ich hier oben gerne eins machen, damit das ein bisschen ja, Stil kriegt. Nämlich auch wieder einen Kreisverkehr einrichten und die ein bisschen versetzt hier ranbauen. Ja, das bringt auf jeden Fall viel ja, Traffic in die Stadt. Von daher nehmen wir hier einen kleinen Kreisverkehr mit 2. Ich hoffe, das geht sich jetzt aus. Ja, das macht er gerade nicht. Dann müssen wir vielleicht auf 3 gehen, dann machen wir etwas größeren. Sollten das 3 bis zur Mitte sein, genau. Gehen wir hier mit 3 raus und ziehen den mal hier rum. Sehr schön. Und hier auch nochmal genau das Gleiche. Wir wollen ja auch gleich mal ein bisschen was schaffen, was nach was aussieht und nicht einfach nur ja Kästchen aufziehen. Das gefällt mir nicht. So, dann haben wir hier einen Kreisverkehr. Ich glaube, das ist ganz nett. Das ziehen wir dann auf jeden Fall rüber zur Straße später. Aber für den Moment würde ich das hier verkürzen wollen und hier bloß einfach eine lang ziehen. Die ziehen wir einfach in einem Bogen hier rum. Gucken, dass wir da möglichst kurz werden. Ja, dass da 90 Grad Winkel fast. Schauen wir, ob wir 90 Grad Winkel hinkriegen. Das wäre jetzt großartig, wenn das gelingen würde. 88,7. Ja, der Amerikaner würde sagen, close enough. So, also lassen wir das mal da. Gut, der Kreisverkehr ist jetzt, wie gesagt,
für später. Da möchte ich einen weiteren Ausbau in Richtung Autobahn, dass also diese Straße hier primär für ja, den Zulieferverkehr bzw. also die Anreise der Einwohner ist. Und hier hinten werden wir dann auch weitergehen. Aber wir sollten nicht so viel reden, wir sollten bauen, denn wir brauchen Industrieflächen. So, das heißt, hier werde ich mal einen Streifen freilassen, dann kann man hier noch eine Straße durchziehen und dann gehen wir erstmal mit den Industrieflächen bis hier hinten ran. Also das, was uns schließlich hier auch Einnahmen produziert. So, da lassen wir auch den Streifen zur Straße frei. Und dann haben wir hier erstmal Industrieflächen, die brauchen natürlich jetzt auch Strom. Wenn sie hier hinten bauen, kriegen sie dann den Strom, dann springt der über. Da müssen wir uns eigentlich nicht drum kümmern, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wir haben noch 26.000, ja, Simleons sind sie ja nicht. Auf jeden Fall haben wir noch 26.000 Geld übrig, nennen wir es mal so. So. Und da hat es auch schon geklappt, die haben hier direkt hier hinten gebaut, direkt neben den Windturbinen, sehr schön. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir gedacht habe. Gut, dass sie das gleich so erkannt haben, die haben da mitgedacht offensichtlich, haben hier hinten gebaut. Sehr schön. Gut, dann brauchen die natürlich auch noch Wasser und Abwasser. Dann brechen wir hier mal ganz kurz mit der Regel, das unter der Straße zu bauen und ziehen das hier zwischen auf, da sind wir jetzt mal kosteneffizient und bauen das so, da ist nämlich alles abgedeckt. Und dann ziehen wir das hier mal weiter. Wie gesagt, ich bin Fan davon, das so zu machen, aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. So, schauen wir mal, dass wir das da auf der Straße hinkriegen. Das möchte ihr gerade nicht. Bisschen zitterig. Jetzt geht's. Sehr schön. Haben wir da nochmal eins. Und denn da sind die auch miteinander verbunden. So, ich hoffe, die Kapazitäten reichen. Wir können ja mal ganz kurz schauen, was wir jetzt haben. Wir haben im Moment einen Stromverbrauch von 4 Megawatt oder ja Megawatt und eine Stromerzeugung von 14 Megawatt, also das reicht. Ja, wie sieht es beim Wasser aus? Das sieht alles noch gut aus, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen, alles im grünen Bereich. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt erstmal zuschauen, wie das hier weiter wächst. Wir haben noch 24.000, das ist sehr schön, das heißt, wir können eigentlich das schon mal machen, was ich gerne noch hier als nächstes ja, versuchen möchte, beziehungsweise machen möchte. Wir werden auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Wohnflächen brauchen. Die möchte ich gerne, wie gesagt, hier rüber ausbauen. Aber ich sehe gerade, der Bedarf an Industrieflächen ist immer noch nicht gedeckt. Daher würde ich sagen, wir nutzen mal noch die Gelegenheit und bauen hier hinten noch ein paar. Sehen wir das schon mal vor. Reizen wir das aber noch nicht komplett aus. Das muss nicht unbedingt sein. Möchte auch nicht ganz rausgehen. So, lassen wir noch ein bisschen was offen. So, und bis hier hinten. Und dasselbe nochmal hier drüben. Und dann hier nicht bis an die Straße, auf keinen Fall. Das soll auf keinen Fall passieren. Ich glaube, das nehmen wir hier auch nochmal weg. Jetzt finde ich das gar nicht gut, dass die da schon bauen. So, und dann reißen wir das mal ab. Die sollen mal bitte neu bauen. Denn hier möchte ich noch eine Straße durchziehen, gegebenenfalls sogar eine breite Straße später mal. Das heißt, es wäre ungünstig, wenn die 4 Felder belegt sind. Wir werden es hier hinten auch mal wegnehmen und da nochmal einsetzen. Das ist jetzt besser. Sehr schön. Hier können wir noch ein kleines Industrie. Naja, hier können wir nochmal was Kleines einrichten bzw. zuweisen. So, und hier haben wir auch nochmal einen weggenommen. So, jetzt ist das etwas präziser. Gefällt mir besser. So, sehr schön. Jetzt bauen sie hier hinten am Kreisverkehr. Das ist das, was mir gar nicht gefällt. Das sollten wir nochmal korrigieren. Das nehmen wir mal weg. Wir stoppen mal ganz kurz, damit die hier nicht gleich wieder anfangen zu bauen. So, hier am Kreisverkehr soll auf keinen Fall Verkehr entstehen. Und das blockiert bloß. Das sollte nicht sein. So, und dann können wir es mal weiterlaufen lassen. Wir werden auch mal ein kleines bisschen Geschwindigkeit zugeben. So ist das gut. Ja, sehr schön. Und hier, oh, man sieht es, hier kommt gleich eine ganze Armada von neuen Einwohnern. Also, ich glaube, wir machen was richtig. Ich hoffe, wir erreichen noch unseren Meilenstein auch noch in dieser Folge. Also sprich die 550 Einwohner. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. So, also machen wir mal damit weiter, dass wir das Wohngebiet, von dem ich sprach, einrichten. Da möchte ich gerne hier ein bisschen gebrochen mit dem Grid, aber das hier drüben wieder optisch fortsetzen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich glaube, das ist richtig. Ja, das ist ein 90-Grad-Winkel, das passt. Sehr schön, dann möchte ich gerne hier drüben rausgehen. Und ich glaube, hier sind ja die Bäume, die möchte ich nicht wegreißen. Wir gehen mal erstmal nur 10 Einheiten raus und gehen dann in eine Kurve. Und machen das so ein bisschen in Richtung, ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir, ist jetzt ein bisschen lang, kostet jetzt 3000, ich glaube, das geht aber. So, und das gleiche machen wir dann bei den anderen zwei Stellen.
dass wir da auch auf der gleichen Höhe rausgehen. Das müsste jetzt die gleiche sein. Wir schauen noch mal ganz kurz. Nein, das ist nicht die gleiche Stelle. Wir ziehen das mal hilfsweise hier rüber. Dann haben wir die Stelle. Ziehen das hier 10 Einheiten raus. Und das gleiche machen wir hier oben auch. Eigentlich ist das ja sowieso 8er Abstand. Das heißt, da können wir gleich da ansetzen. Nee, das ist nicht richtig. Schauen noch mal ganz kurz. Da muss es hin. Da. So, und da auch nochmal 10 Einheiten raus und dann versuchen wir die anderen Straßen mal parallel zu diesem Bogen zu spannen. So, richten wir das mal ein. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich viel Geld für Straßen ausgegeben. Gucken wir mal, wie viel denn auch übrig bleibt. So, die sollten jetzt halbwegs parallel verlaufen in einem schönen Bogen. Kriegen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Optik rein. Schauen wir mal, dass das jetzt ein gutes Ergebnis gibt. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich gerne das hier hinten noch miteinander verbinden, damit die auch, ja, die hier arbeiten, nicht alle darüber fahren müssen, sondern auch teilweise hier rüber. Das heißt, wir werden hier nochmal das Gleiche machen. Hier vorne nochmal so einen Kreisverkehr einrichten. So, wie viel hatten wir jetzt hier hinten genommen? Ich glaube, das waren 3. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, das sind 3 Einheiten. Das heißt, von hier aus 3 Einheiten zur Seite. So. Machen wir das mal, aber dann nehmen wir auch gleich die andere Straße wieder. Ach nee, war ja die. Ist richtig. So, also nochmal. Hier müssen das jetzt 3 Einheiten sein. Mal sehen, ob das jetzt stimmt. Ja, das stimmt. Richtig gemerkt und richtig gemacht. Und dann hier rum. Und dann werden wir jetzt hier die vorzugewiesenen Flächen erst einmal wieder, ja, nochmal korrigieren müssen. Aber es soll sich ja auch entwickeln. Und dafür darf man ja bei Aufbausimulationen auf keinen Fall Angst haben, Dinge, die man schon gebaut hat, auch mal wieder zurückzunehmen. Das ist immer so eine Sache, dass da man oft vor zurückschreckt. Aber das ist ja nicht nötig. So, dann wäre das. Jetzt haben wir hier noch keine Funktion. Die werden wir jetzt aber erstmal schaffen, indem wir hier eine weitere Straße ziehen. Da würde ich auch sagen, nehmen wir nochmal einen anderen Straßentyp. Soll ja ein bisschen nach was aussehen. Und mehr als das haben wir im Moment nicht. Also würde ich sagen, setzen wir hier mal eine Straße und versuchen hier mal einen hübschen Bogen hinzukriegen. Obwohl das hier gar nicht gehen wird, wenn wir die Straßen nicht verlängern. Mal sehen, wie wir das jetzt am besten hinkriegen. Das wird jetzt nämlich zu gerade, sieht man schon, das müsste jetzt hier überlappend sein. Das heißt, eigentlich müssten wir die Straße hier ein bisschen einkürzen erst einmal, damit wir diesen Bogen hinkriegen, den wir gerade gesehen haben. So. Und dann sollte das passen. Sehr, sehr schön. Wird das ein bisschen organischer. So, und dann können wir die Lücken schließen. So, das heißt, jetzt ziehen wir die hier wieder raus und versuchen da mal 90 Grad Winkel hinzukriegen. Also möglichst 90 Grad. Oh, 89,3, das sieht gut aus. Oh, 90 wäre mir lieber. Aber bricht denn hier auch ein bisschen die Felder auf. Das wird ein bisschen schade dabei. Und hier müssen wir auch noch mal ganz kurz nachjustieren. Das heißt, der kommt noch mal weg. Und dann setzen wir einen Ersatz dafür. So, und ziehen das mal darüber. Ja, und das sind 88,2%. Ja, so geht, nicht Prozent, Grad natürlich. So, ja, schauen wir mal, dass wir das so möglichst hinkriegen. Das sind jetzt 86, wird noch besser, 87, sehr schön. So, sollte es sein. Ach nee, das soll ja gar nicht sein. Nee, das ist nicht richtig. Das darf ja gar nicht sein. Das muss ja ein krummer Winkel sein. Das müssen wir wirklich optisch machen. Ich hoffe, wir schießen jetzt nicht zu viel Geld mit der Nummer. So. Ah, das sieht optisch. Wir müssen mal rein nach Optik machen. Versucht dazu anzudocken. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, ohne dass er das tut. Ah gut, dann müssen wir das wohl so machen. Dann haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr organische, ja, Gestaltung drin. Gucken wir uns das mal von oben an. Ich glaube, das geht, das kann man machen. Gar kein Problem. So, würde ich sagen, wir weisen nochmal weitere Gewerbeflächen zu, bevor wir weitermachen. Wir werden hier nochmal so einen Streifen aufziehen, genau wie bei der anderen Seite. Und hier hinten dann schon mal weitere Wohngebiete einrichten. Und unsere Straßen bringen schon was. Hier sieht man, dass offensichtlich Anwohner nutzen die, um zum Industriegebiet zu fahren. Das ist sehr gut. Sehr schön, dann ist das schon mal aufgegangen. Ja, würde ich sagen, weisen wir mal das alles hier zu, lassen aber auch hinten hier nochmal einen Streifen frei und können das alles schon mal als Wohnflächen ausweisen. So, haben wir das. Dann machen wir das bloß nach außen, haben wir das eigentlich schon. Jetzt sind wir auch bei 547 Einwohnern, das finde ich ja großartig. Da sind wir eigentlich kurz vor der magischen Grenze, dass wir den ersten Meilenstein erreicht haben. Das ist sehr schön. Und wir haben sogar noch fast 20.000, ja, Geld übrig. Und wir haben tatsächlich die Meilensteine gerade
halten. Ja, die sind ausgeschaltet, also die Benachrichtigungen, wir können uns hier anschauen, wir haben den kleinen Weiler gerade erreicht, ist gerade freigeschaltet worden, sehr, sehr schön. Und als nächstes müssen wir uns um den Meilenstein würdiges Dorf kümmern, das heißt, wir müssen 1100 Einwohner in unserer Stadt ansiedeln. Ich glaube, das sollte jetzt aber relativ schnell gehen. Hätten wir jetzt also die Geschwindigkeit höher, würde das, glaube ich, ja, ganz, ganz schnell sogar gehen. Wir müssen uns aber auf jeden Fall, bevor wir sowas machen können, natürlich erstmal nochmal um die Wasserversorgung kümmern, dass hier auch Wasserleitungen drunter liegen. Ziehen wir die mal auf. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, wenn wir das hier langziehen. Ah, die kann man ja nicht im Bogen spannen, beziehungsweise ziehen. Aber erstmal die obere Straße. Ziehen die auch noch hier durch. Haben wir die hier drüben auch noch bis ins Industriegebiet gezogen. Obwohl, eigentlich ist das im Moment gar nicht nötig. Das Geld sparen wir uns mal. Und ziehen mal hier bloß die Wasserleitung hier weiter runter. Und unterhalb der unteren Straße. Dann haben wir eine gute Abdeckung. Das sieht ganz brauchbar aus. So, war ein bisschen mehr, als wir eigentlich brauchen. Nee, brauchen wir nicht weiterziehen. Hier bis hier hinten sind wir ja noch nicht. Da ist ja noch kein Gebiet. So, dann können wir sie sich hier entwickeln lassen. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, würde ich sagen, wir gucken uns an, was wir jetzt beim Meilenstein freigeschaltet bekommen haben. Wir gehen nochmal zurück auf den kleinen Weiler. Wir haben jetzt die Mülldeponie erhalten, wir haben die Grundschule erhalten, wir haben die Arztpraxis unter anderem erhalten, ein Recyclingzentrum und eine freie Schule. Gut, da sollten wir uns drum kümmern, dass wir jetzt die Bedürfnisse erfüllen. Da würde ich sagen, kümmern wir uns auch noch drum. Und zwar um eine ganz wichtige Sache nämlich. Und zwar, hier kann man es schon sehen, hier ist Abfallentsorgung notwendig. Die Abfallentsorgung, das ist auf jeden Fall etwas, um was wir uns jetzt direkt kümmern sollten. Das heißt, da sollten wir mal ein Recyclingcenter errichten. So. So, und das haben wir hier unter den Industriegebäuden. Auch wenn das Symbol dabei Wasser etwas verwirrt. Und da möchte ich gerne hier, ja, da werden wir auf jeden Fall ein Recyclingzentrum errichten. Das heißt, das werden wir mal auch hier hinten platzieren. Deswegen haben wir hier oben dieses Industriegebiet. Und dann werden wir das auf die andere Straßenseite hier einfach setzen. Dann können nämlich die Müllfahrzeuge in beide Richtungen jetzt fahren. Und wenn wir das erstmal, hat uns jetzt hier 16.000 gekostet. Aber kein Problem, das haben wir. Und wenn die hier rausfahren, nehmen die gleich den Müll ja immer mit. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch mit der Kapazität hier aus. Wir schauen mal ganz kurz. Also bisher ist alles im grünen Bereich. Beim Strom. Oh ja, wir müssen beim Strom nachlegen. Haben wir hier nur mit 2 Windturbinen angefangen. Also da sollten wir auf jeden Fall noch eine bauen. Hier ist schon jemand, der sich darüber beschwert, hier gleich links zu sehen. Ah, die Industrie braucht natürlich eine Menge Strom. So, dann setzen wir hier noch eine weitere Windturbine hier zwischen. Oh, sollte gleich mal steigen. Ich hoffe, das reicht jetzt, um den Stromverbrauch erstmal zu decken. Ja, und dann würde ich sagen, ja, sind wir aber gerade so im grünen Bereich. Ich glaube, dann setzen wir noch eine weitere hier. Dann haben wir hier so eine hübsche Linie. Die Linie ist es nicht. Eigentlich müssten wir jetzt mit, ich sehe es schon. Das geht gar nicht. Dann nehmen wir mal Move It und schieben das mal ein bisschen hin und her. Das ist das Schöne, das nochmal auch noch. Dann bilden sie eine halbwegs gerade Linie. Oh, das ist schöner. Das lässt sich doch anschauen. Okay, gut. Ja, ich glaube, das soll es dann aber auch für heute schon mal gewesen sein. Und ja, haben wir unseren Grundaufbau erstmal fertig. Wir haben eine Stadt, die ja auf jeden Fall Geld einspielt. Wir haben im Moment 1700, die wir regelmäßig wieder erhalten. Und wir haben 812 Einwohner, sind also schon gute die Hälfte zu dem nächsten Meilenstein, die haben wir schon geschafft. Und ja, wir haben Industriegebiet, wir haben alles Grundlegende erstmal gebaut, was bisher möglich war. Wir haben Abwasserentsorgung, wir haben eine Stromversorgung, wir haben eine Wasserversorgung. Ich glaube, das ist für die erste Folge ganz gut. Wir haben auf jeden Fall das geschafft, was ich wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit City Skylines und Cedar Bay weitergeht und wir dann weiter an unserer Stadt hier bauen. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.